Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einem weiteren Let's Play Video zu Valheim. So, liebe Freunde, ich habe jetzt gesammelt eben wieder einiges und dann ist mir aufgefallen, hier ist noch was, sehr schön, dass hier viele Schweinchen da waren. Die habe ich jetzt gleich mal hier einfach eingesperrt. 3 Stück haben wir neu. Die werden wir dann zu den anderen tun. Ist das nicht herrlich? Wie weit ist es? Bei 43% erst. Das ist verängstigt, aber es gehört schon so viel. Wie weit ist dieses? Bleibt doch mal stehen. Bei 74, okay. Dann tun wir hier. No, du wirst doch mich nicht beißen. Dann tun wir hier noch ein bisschen was rein. Damit sie viel zu futtern haben. Und es frisst. Ja, lass mich doch raus. Ich reite auf den Zug. So, jetzt sind wir draußen. Ich werde da noch was reintun geben müssen. Ein Pilz. So, damit es einiges hat. So, ich habe mir ein bisschen gefarmt und ein bisschen was hergestellt. So, als nächstes. Hier haben wir einiges jetzt. Die Kissen habe ich ein bisschen wieder sortiert in der Zeit. Und ja, wieder irgendwas im Hals. Also eine zweite Spitzhacke wäre nicht schlecht, wenn wir noch hätten. Die Schafe. Holz könnte man eigentlich einheizen, Kohle machen, weil die brauchen wir ja. Heute. Ach, hier ist der Kohle. Die Kohlemaschine. So, die machen wir wieder. Ich drücke immer Escape. Meine Güte. So. So, einiges erledigt. Finde ich schon mal gut. Ich hoffe, ihr auch. Heute sind wir wieder ohne Cam unterwegs. Und was ich sagen wollte. Ah, jetzt hat es wieder ein bisschen was gegessen. Sehr schön. Na, du. Hier ist ein bisschen was. Und warum ist das so blau immer? Da schießt irgendwas Blaues hier raus. So, heute machen wir ein bisschen den Weg hier. Würde ich sagen, hä? Dann drehen wir ein bisschen, machen wir unseren Wegchen, damit wir hier Wege haben. Nein, die hätten wir ausschießen sollen, die Vögel da. Haben wir mir überhaupt Ding dabei? Nee, haben wir jetzt nicht dabei. Okay, hier sind wir gestorben. Hier könnte man eine Brücke drüber ziehen. Das könnte man auch machen. Aber hier, ich will hier mal was am Weg machen. Den Stein tun wir weg hier. Der stört ja nur. So, der ist weg ein bisschen. Die gehören ein bisschen geklopft hier. Löwenzahn. Wie macht man das hier? Da ist ein Vogel. Den brauchen wir. Für die Federn. Für unsere Pfeile. Nein, er ist weg. Jetzt wird schon wieder dunkel. Meine Güte. Vielleicht ziehen wir hier eine Brücke drüber. Wäre vielleicht von Vorteil. Und hier den Weg. Das ist so eine Sache.
5. Jetzt haben wir Vögel. Wenn wir treffen würden. Einen haben wir. Ein paar Federn bekommen wir. 3 Federn. Da brauchen wir jede Menge noch. Da brauchen wir noch jede Menge. Wie macht man denn mit dem Weg her? Haben wir hier schon ein bisschen... Jetzt schießen wir drüber. Ah, wir verschießen die ganzen Pfeile hier. Den brauchen wir auch für unsere Suppen. Wie machen wir das? Oder machen wir was anderes dabei? Weil das mit dem Weg ist so eine Sache. Oder soll man das... Soll ich das extra machen? Oder wollt ihr dabei sein beim Weg? Ich weiß es nicht. Nicht, dass das zu langweilig wird. Was ich mal tun würde... Hä? Ach, okay. Ich dachte schon, da steht ein Reh drauf, aber das ist ja der... Hier haben wir ja schon ein bisschen angefangen. Genau, wir könnten eigentlich noch ein bisschen was herstellen. Jetzt haben wir ja Bronze und so weiter. Hier können wir noch ein bisschen was machen. Die Schweinchen können wir dann einsperren. Aber es ist zu dunkel. Ich mag die Dunkelheit einfach nicht. Also so ist es nicht schlecht. Aber... Also... Im richtigen Leben geht es auch noch. Aber wenn man hier im Spiel ist, ist einfach immer blöd. Die Kreaturen im Wald greifen, sind mehr. Na, haben wir die Tür. Hier haben wir wieder ein bisschen sortiert, glaube ich. Wo haben wir denn jetzt die Federn hier? 3 Stück. Für... No, die Schweine sind außer sich. Hier kommen die rein. Und die Steine... Die werde ich hier rein tun. Wenn nicht alles voll ist... Nee, es geht noch ein bisschen was rein. Zu viel auch nicht, wie ich sehe. So, ich werde mal schauen, was wir noch brauchen können. Ein Pflug. Die Ausrüstung müssen wir mal aufwerten. Hier 3 Bronze Beinschutz. 6 Bronze. 6 Bronze, die haben wir hier drin. Hier müssen wir hin. 5 Bronze. 10 Bronze. Es ist immer noch zu schwer für mich alles. Man das jetzt? Die 10 Steine müssen wir dabei wegtun. 5. Das meiste runter. Damit wir ein bisschen leichter werden. Bronze. Okay, das war alles. Dann tun wir die wieder rein. Das, was wir nicht brauchen. Hier so, hier so. Und die 12 tun wir hier rein. Dann können wir die Rüstung ein bisschen aufwerten. Weil das ist nicht schlecht hier. Brigade, Bronzehelm, Bronzebeinschutz 6.
Ja, müssen wir alle beide aufwerten. Sehr gut. Dann halten wir wieder mehr aus. Achso, haben wir jetzt Beinschutz 3. Okay, hier können wir noch aufwerten. So. Gegen die Trolle, da werden wir es brauchen. Dann können wir einmal einen Nahangriff machen, starten. Dann können wir mir Schiff aufwerten oder so. Nee, geht nicht. Da brauchen wir... So haben wir alles, oder? Was wir so bauen können. Das können wir mal herstellen. Harz, Kupfer 2. Die können wir mal machen. Harz, Kupfer 2. Und was ist das da unten? Holz, ganz normales Holz. Nein, ich drücke mal. 2 Harz, 2 Kupfer. Haben wir noch 2 Kupfer? Normal schon, wir haben ja so viel Kupfer hier. Nehmen wir mal 6. Dann Harz. Nehmen wir auch die. Und Holz. Brauchen wir normales Holz. So, dann machen wir mal die Herstellung von... Wo macht man das dann? Dass wir hier beleuchtet haben, hä? Die Schmiede oder so. Oder sollen wir es gemütlich oben machen schon mal? Dass wir, aber hier wäre der... Wie macht man das? Oder machen wir es unten dran? Ich weiß nicht. Und das scheiß Pisswetter. Das Pisswetter... Hier wäre es natürlich auch eine Möglichkeit hier dran. Na, wo macht man das dann? Hier, auf alle Fälle können wir es hier dran machen, an die Mauern ein bisschen. Das ist so eine Sache, gell? Das ist ja schwierig. Oder hier drin dabei. Mit der 3 können wir das können wir wegbauen. Dann können wir hier die Leuchte dran machen. Hier dran. Genau. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen Licht. Haben wir hier mehr Platz und mehr Licht. So. Jetzt habe ich den Beinschutz und nichts drauf. Müssen wir natürlich aufsetzen hier. Und hier oben könnte man eigentlich auch ein bisschen beleuchten. Hier ums Eck. Jetzt haben wir aber nichts mehr. Die Schmiede fehlt hier. Schmiede? 6, okay. Aber die Schmiede fehlt, jetzt können wir hier nichts machen. Können wir hier jetzt? Hier geht's wieder. Dann machen wir es hier dran, oder? Würde ich sagen. So, dann haben wir hier auch ein bisschen Licht. Sieht gut aus. Stört keinen hier drin. Sehr schön. Ein bisschen beleuchtet, schadet nicht. Und das scheiß Wetter. Und hier muss man auch noch reparieren. Dann können wir das Harz wieder wegstellen. Hier hätten wir auch beleuchten können, gell?
Können wir es vielleicht noch machen, oder? Drei. Hier ein bisschen Licht. So, dann haben wir es hier auch beleuchtet. Haben wir hier auch ein Licht zum Arbeiten. Ich glaube, wir haben... Nee, geht nicht mehr. Okay. Drei. Drei. Wir brauchen noch zwei Kupfer. Okay, das holen wir uns schnell. Wir haben ja jetzt einiges an Kupfer. Dann machen wir hier... Da noch eine dran. Hier vielleicht noch eine. Oder hier beim Ding. So dran. In der Nacht schnell was tun. Okay, zwei Kupfer, zwei Harz. Zwei Kupfer, zwei Harz. Dann haben wir nur noch ein Kupfer. Und ein Harz. E. Tun wir zwei, weil nicht, dass wir wieder laufen müssen. Mhm. Drei. Jetzt können wir hier dran tun. Drei. So, jetzt haben wir es ein bisschen beleuchtet. Sieht gut aus. Ist wieder nur vorübergehend, weil wir werden vielleicht noch umbauen ein bisschen. Ist jetzt einfach nur, damit wir ein bisschen Beleuchtung haben. Tun wir das alles wieder rein da. Wie viele Pfeile haben wir überhaupt noch? Ja, das geht noch. Das tun wir hier hin, das tun wir. Gut, das Pilzwetter nervt mich. Es wird dunkel, glaube ich. Vielleicht können wir nochmal schlafen. Nee, geht nicht. Achso, weil ich nass bin. Sonst würde es schon gehen. Nein, da hätten wir nachheizen können. Nass, 20 Sekunden. So, wir können schlafen. Schon mal sehr gut. Starten wir einen neuen Tag. Guten Morgen. So. Und es regnet immer noch. Meine Güte. So, dann können wir hier mal schauen. Upgrade. Bronzeschwert können wir. Da brauchen wir 8 Bronze. Wie viel Bronze haben wir überhaupt? Ne, wir haben alles verbraucht. Bronze-Spitzhacke 5. Craften, Bronzespitzhacke. Ich würde gerne eine zweite 10. Wow. So. Jawohl, das tue ich. Sehr schön. Rennen 31 schon her. Alter, rennen wir alles weg. Dann schauen wir mal, ob das schon fertig ist hier. Jawohl, Zapfhahn. Und wir haben das bekommen. Sehr schön. Sehr schön. Ach, ich wollte dies da rein tun. So. Und ich schau mal hier drüben.
Ach, ich wollte... Wie weit ist denn unser Schweinchen? 94, haben wir bald. Jetzt ist wieder so ein blauer Ding aufgetaucht, wie ich gesagt habe vorher. Aber was machen wir hier? Ich weiß nicht, wenn man einen Tunnel gräbt. Ich würde gerne da einen Tunnel durchmachen oder so. Ich gucke mal schnell auf die Map. Hier geht's rüber. Hier sind wir letztes Mal hingeschwommen auf die Insel. Das wäre mal nicht schlecht. Hier. Jetzt haben wir ja doch einiges an Rüstung. Bloß die Nahrung. Hauptsächlich die Nahrung ist ja, wenn man viel Fleisch isst und so. Weil die Beeren, Pilze, Honig, die geben ja nicht so viel Rüstung und nicht so viel Energie, beziehungsweise die, wo man hochpushen kann. Aber hauptsächlich Fischfleisch und die Schwänze da. Ah, genau, weil ich gerade Schwänze sage. Neckschwänze da. Da habe ich einige gefarmt. Und wo sind denn die jetzt? Und habe ich es roh gelassen. Weil die braucht man ja für. Wo ich die wieder reingetan habe, das frage ich mich. Nicht dran hauen, du sollst nur suchen. Da waren wir schon. Wo habe ich denn die wieder hingetan? Wenn ich mir was merken könnte. Wahrscheinlich hier oben und habe wieder nichts. Nee. Habe ich die ins Lager gelegt, also ins Häuschen? Oh, es wird wieder Sonnenschein. Hier sind sie. Weil wir brauchen für ein anderes Teil, brauchen wir die rohen. Ich weiß aber nicht, für was das genau war. Hier war's. Kohle 10 Stück, Honig 10 Stück. Und Distel. Honig, Kohle. Die haben wir ja hergestellt hier. Kohle, Honig und Disteln, oder? Waren das Disteln? Distel, Honig. Die können wir eigentlich gleich sammeln von hier. Hier haben wir es. Die werden jetzt nichts mehr bringen. Genau. Weil ich sie eingesperrt habe in engsten Raum. Wir haben keine Honig. Nee, oder? Haben wir jetzt keinen Honig mehr? Oh, das auch noch. Nur weil ich die... Wollte ich. Da haben wir auch noch Pilze drin. Da müssen wir es doch so machen. Das ist ja wieder typisch. Und jetzt brauchen wir das Holz natürlich. Honig. Müssen wir natürlich hier doch herbauen. Einen Stamm. Damit wir den Honig kriegen. 3. Leer. Nee, das ist was mit den Bienen. Das ist was mit den Bienen.
brauchen immer viel Platz, die. Drei. So, dann haben wir die noch leer. Dann machen wir es so. Die Kohle haben wir. Jetzt machen wir es so, wo der freie Platz ist. Da haben wir das alles rein schnell. Für die nächste Holz. Honig. So. Und schon wieder so ein bisschen Wetter. Gibt es da mal wieder längere Zeit eine Sonnenscheinphase? Und hier haben wir noch Kohle drin. Die könnten wir jetzt ein bisschen aufwerten. Also was heißt aufwerten? Vollfüllen. Falls wir wieder was haben. Das wieder losgehen kann. So. Dann haben wir das gut. Ich habe wieder Blödsinn gebaut. Ist klar, weil wir mir nicht sortiert haben wieder. Nein, das Wetter. Ich hasse dieses Wetter. So, nass vorbei. Gut, jetzt ist bequem. Können wir noch nicht. Okay. Aber was macht man mit den Blödsinn hier? Mit den alten Bogen, die braucht man ja nicht mehr und so. Wie können wir das verschrotten? Können wir da irgendwas machen? Ich lasse ins Meer raus oder so. Damit wir Platz in den Truhen haben. Ja, da haben wir aus Versehen, anstatt Upgrade haben wir, also Upgrade, haben wir die hergestellt aus Versehen. Das wollte ich ja nicht machen, ich wollte eigentlich erhöhen. So, was können wir jetzt noch überhaupt machen, so alles? Lederbrustpanzer brauchen wir nicht. Den Feinbogen, oder? Haben wir den? Den haben wir schon, aber aufgewertet nicht. Feinholzbogen. Wir wollten den aufwerten, aber was brauchen wir hier dazu? 15 Holz. Ja, das können wir. Edelholz haben wir. Kernholz können wir haben. Das wär's. Genau. Trollumhang können wir auch aufwerten. Genau, Trollumhang. Den haben wir ja, das Material da. Damit wir ein bisschen Trollumhang. Und was war das nächste? Jetzt weiß ich es wieder nicht. Ich kann mir das nicht merken. Trollumhang. Abregate. Trollumhang. Die Knochenfragmente. Ich und mein Gedächtnis. Weil mir immer zu viel anderes noch dazwischen spielt. Und dann. Dann weiß man es nicht mehr. Wo haben wir die? Haben wir die hier? So. Abregate. Dann werden wir. So, als nächstes brauchen wir Edelholz, Kernholz, Rehhaut. Oh mein Gott. Das können wir wieder reinhauen. Kernholz. Haben wir da 15? 15 Stück. Das ist ja Wahnsinn. Das haben wir hier irgendwo, oder? Kernholz. Wie viel haben wir? April. Brauchen wir noch 4. Vier.
Rehhaut brauchen wir. Ein Kernholz. Oder? Abrigate. Ja, den Bogen. Achso. Nee. Abrigate. Wieso? 10 Rollhaut. Okay, 10 Rollhaut diesmal. Ach, ich bin eins daneben. Fünf. Dann haben wir da auch abgegradet. Abrigate. Hä? Stufe 5, ach so. Werkbank Stufe 5. Dann nützt das nichts. Ah, Kernholz, machen wir das hier dann, glaube ich. Brauchen wir 15. Nein. Genau. Alles verstärken ein bisschen. Abrigate. Feinholzbogen. So, jetzt können wir den aufwerten. Gut, haben wir das auch. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, ciao.